Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, nach einer Woche oder so endlich, ich weiß gar nicht wie lang, aber es kam mir unglaublich lang vor, dass ich ein Video gemacht habe. Also sorry, dass die Woche nichts kam. Und ja, das lag daran, dass ich einfach so, man könnte sagen, generell ziemlich unmotiviert war. Nicht unbedingt um Videos zu drehen, sondern ich war so, kein Bock auf nix. Und vor allen Dingen auf die Schule, die ist im Moment super ätzend. Und ja, dann bin ich die letzten Tage auch noch so ein bisschen, ja, man könnte sagen, krank geworden. Also es war kein im Bett lieg und nicht zur Schule geh krank, sondern eher Kopfschmerzen und durch die Schule Gammel wie so eine Leiche und es, ja, nicht schön. Ja, im Moment geht es mir auch noch nicht so mega, aber für ein kleines Unboxing reicht das ja und ich will das Paket ja hier auch nicht so, ja, rumgammeln lassen. Ja, also kommen wir gleich zu dem Paket. Ich hatte eigentlich kein Geld mehr für irgendwas, aber ja, das Medimops ist ja recht billig und da habe ich meinen Vater gefragt, oh, kann ich bitte was bestellen? Und da meint er, ja, okay, geht klar und daher jetzt dieses Paketchen hier. Und ja, dann machen wir es auch einfach mal auf. Ich habe schon vorgeöffnet, wie immer. So, und da drin befindet sich, ja, ich hatte ja letztens Mangas getauscht mit der lieben Paula Jübner war das? Ja, doch. Ja, und da hatte ich ja Prinzessin Kaguya getauscht und der hat mir echt richtig gut gefallen. Ich habe ja Band 1 und 2 von ihr bekommen und also er hat mich echt überrascht. Und ja, da habe ich mal geguckt. Die Reihe hat unglaubliche 27 Bände und ich glaube, die sind in Deutschland nicht mal alle erschienen oder so. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier ein paar gefunden und dachte, ich mir nehme ich einfach mal mit. Oh, okay. Das Paket ist etwas kaputt. Ja. Hier haben wir dann erstmal Band 5. Band 3. Das war so. Band 4. Ja, die Reihenfolge ist nicht, aber egal. Dann Band 7. Und Band 6. Also Band 3 bis 7. 1 und 2 hatte ich ja von ihr bekommen. Und ja, die haben schon so ein bisschen so Knicke im Buchrücken und so, aber das ist in Ordnung. Die Reihe ist ja schon, ich weiß nicht, ich glaube, die ist schon von 1900 irgendwas. Und ja, also mir gefällt der Zeichenstil sehr gut. Es ist so ein, ich glaube, es ist ein koreanischer Zeichenstil, müsste zumindest. Ja, die Bücher kann man nicht so gut knicken, die gehen nicht so gut herum. Aber gefällt mir sehr gut. Im Update werde ich dann auch nochmal Näheres dazu erzählen. Und vielleicht kommt sogar eine Review. Ja, ich weiß, ich muss noch ein paar Reviews drehen, aber ja, da das würde mich schon würde mir schon Spaß machen, da eine Review zuzumachen, denn ich finde die Reihe echt interessant und ich hatte ja gesagt, dass es nichts mit der Legende zu tun hat, aber das stimmt so nicht. Also es hat schon mit dieser Legende, die ja eigentlich schon bekannt ist, würde ich mal sagen, zu tun. Wenn ich könnte ja mal googeln und ja, dann hatte ich noch ein bisschen Platz, kann man sagen. Also ab 20 Euro ist ja immer versandkostenfrei. Und dann habe ich noch mitgenommen ein Hunter x Hunter Band. Und zwar, ich glaube, es war der 14. Es ist mal wieder verklebt durch diesen doofen Aufkleber. Ja, das Cover ist ziemlich creepy. Kurapika sieht da echt, ja, aber ja, ja, mal wieder ein Hunter x Hunter Band. Und dann auch noch von Shin Angyo Onchi, der 11. Band. Ich habe bis Band 9 war das und ich glaube 13 habe ich noch, ja. Den 10. hatten wir nicht, deswegen habe ich halt einfach den 11. mitgenommen, weil ich noch Platz hatte. Und ja. So, hier nochmal im Überblick. Band 3 bis 7 und 14 und 11 hier. Ja, das war es dann von dem kleinen Unpacking. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns am Wochenende bei einem Video wiedersehen. Es ist ja jetzt so langes Wochenende, Fasching und so. Und ich denke, dass ich da auf jeden Fall zu komme, was zu drehen. Also die Reviews, die noch anstehen, das Gelesen-Update. Und falls Tokyo Pop endlich mal seine Neuheiten rausbringt, auch das Update. Die sollten irgendwie schon seit Montag draußen sein. Und wenn ich jetzt gucke, ist immer noch nichts da. Und naja, okay, bis dann. Ciao.